Simon Champ ist da. Ich schaue in sein Gesicht. Enttäuscht oder haben Sie ein bisschen damit gerechnet, dass es vielleicht nicht klappen könnte mit der kleinen Kugel im Massenstart heute? Ja, die Hoffnung war schon da, aber mit der Form, die ich momentan habe, ist natürlich sehr, sehr schwer. Ich habe alles gegeben, aber mehr war halt einfach nicht drin. Natürlich ist man erstmal schon enttäuscht, aber gut, dann sowas kann man nicht so einfach ausbessern, wenn man ja untrainiert eigentlich herkommt, leider Gottes. Und ja, ich habe versucht, aber mehr war dann heute nicht zu machen. Simon, es hört sich jetzt so negativ an, aber Sie sind Massenstart-Weltmeister. Sie haben doch alles in allem ein super Jahr hinter sich. Ja, es war natürlich bis zur WM, bis zum letzten Tag, war es wirklich eine super Saison. Aber mit den letzten drei Wochen kann ich natürlich überhaupt nicht zufrieden sein. Erstmal gehen Haufen Punkte durch die Ausfälle ab und dann steckt natürlich auch noch die Krankheit in den Knochen. Da wäre wesentlich mehr noch drin gewesen. Aber leider kann ich sowas nicht beeinflussen und sowas ist passiert. Aber bis zur Weltmeisterschaft war es auf alle Fälle eine super Saison. Würde ich auch sagen. Diese Gedanken nehmen wir mit ins neue Jahr. Schönen Dank und gute Erholung. Danke.